Ja, wir sind wieder zurück im Vorberichterstattungsstudio von Stinazzi Bilti Live aus dem Gasthof Stinazerhof. Ja, wir haben hier für euch eine kleine Grafik vorbereitet, die euch den Zwischenstand der bisherigen beiden Duelle zwischen Peter und Erich zeigt. Ja, wir haben hier eine kleine Grafik für euch vorbereitet, die uns den derzeitigen Zwischenstand von den beiden anderen Partien aus den beiden Jahren 2009 und 2010 zwischen Peter und Erich zeigen. Und zwar haben wir hier vom 23.12.2009 das erste Spiel war Bierdeckeltennis, das Peter gewann. Dann gewann Peter auch noch das Wutzeln sowie das Spiel Kartenhaus. Erich konnte die beiden Spiele Preisquiz und Jelini-Runde für sich entscheiden. Somit war es nach dem ersten Spieltag eine noch ausgeglichenere Partie, denn Peter führte mit 8:7 gegenüber Erich. Ein Jahr später, am 23.12.2010, kam es zu den Spielen Münzenschnippen, Wer weiß mehr, Fernsehprogramm, Schuhweitwurf und Alkoholriechen. Und hier stellte sich schon eine kleine Vormachtstellung von Erich heraus, denn er konnte 3 von 5 Partien für sich entscheiden und so einen Vorsprung von 9 Punkten herausholen. Zwischenstand, wie schon vorher erwähnt, 32:23 vor dem heutigen Aufeinandertreffen der beiden Giganten. Ja, wir sind jetzt wieder zurück im Vorberichterstattungsstudio von Stinazzi im Bild zum Schlag den Erich Special. Oliver, was sagst du, wie könntest du die beiden Kontrahenten charakterisieren, was sind ihre Stärken, ihre Schwächen und was für eine Rolle wird die Erfahrung spielen in dem ganzen Wettbewerb heute? Also ich sehe den Erich gar nichts, er ist also mein Favorit, weil er mit 9 Punkten vorne liegt. Aber ich denke mal, er hat die Sportspiele wieder nicht so glänzen, weil die letzten 2 Jahre verloren. Und ich gehört habe, die Sportspiele da oder noch 1 Punkt und das war die jede Runde. Oder war es sehr knapp war. Ja, dann habe ich gesehen auch die weiteren Spiele, was ich miterlebt habe, als Alkohol riechen, da oder geglänzt, Biersorten, Zigarettensorten, Fernsehprogramm, Preisquiz, also alles, was er ums, was soll ich sagen, Schlauere geht, wo man was wissen muss, was er geglänzt. Mhm. Und beim Sportlerischen hat er da Peter geglänzt. Ja, da kann man zum Beispiel aufs Jahr 2009 zurückgreifen, wo es eben noch die Führung von Peter gegeben hat, nach dem ersten Spieltag quasi, wo er eben mit 8:7 ins nächste Jahr gegangen ist, wo er Spiele wie Münzenschnippen oder Schuhweitwurf gewonnen hat. Legendär war ja auch noch das Spiel Kartenhaus, das habe ich selber sogar live miterlebt. Es war ein ziemlich dramatisches Spiel, wo der Peter draußen sein Kartenhaus aufgebaut hat, der Erich war da drinnen und der Erich hat das dann eben für sich entscheiden können. Ja, das war ein ziemlich dramatisches Spiel. Welche Spiele könntest du für uns eigentlich voraussagen? Mit welchen Spielen rechnest du heute? Ja. Mit was könnte ich rechnen? Es wird sicher auch mehr, was in der Art seiner Lebkehrt Poker wird sein, also das angeblich letzte Spiel. Aber da habe ich noch viel Kritik, was ich gehört habe, weil das wird ein sehr langes Spiel werden. Ist ja deswegen auch das letzte. Also ich würde sagen, es wird wieder irgendwas kommen, was ums Alkoholische geht. Kein Beispiel, da war Trinken oder irgend sowas. Dann wird auch sagen, also die Zigaretten wird glaube ich nicht mehr kommen, die Erkennung. Ich würde sagen, aber es wird glaube ich irgendwas Spontanes werden. Auf also, etwas kann man schätzen. Ja, das was ich so vom Organisatorenteam mitbekommen habe, ist eben, dass der Game Master, der Gerald Koschitz, eben die Spiele eher spontan entscheiden wird. Angeblich soll es aber schon 2 Spiele geben, die im Voraus bestimmt wurden. Der Rest soll eher mehr spontan fallen dann am heutigen Abend. Ja, was für Chancen siehst du eigentlich noch für den Peter, nachdem jetzt 9 Punkte im Rückstand ist? Wird da noch irgendwas möglich sein für ihn? Glaubst du, kann er das Spiel noch irgendwie drehen? Naja, wie gesagt, er liegt 9 Punkte im Rückstand.
wenn die sportlerischen Spiele kommen, dann kann es vielleicht sein, wie man gehört, dass der dieses Training zu leid laufen und sowas halt. Also er ist so fit und er scheint er wirklich fit zu sein. Also es ist kein leichtes Rennen, muss ich glaube, für den Peter. Ja. Aber was ich auch nicht vergessen darf, es war dann immer schlecht, wenn wir mal zum Wort zum Bob kommen. Wenn wir sagen, wenn der sich mir eigentlich hat, dann darf man irgendwann mal einen Bob-Wettkampf machen. Ich meine, außer der Seite jetzt halt vom Schlag der Erde, wo man jetzt so sagen kann, nebenbei dann, wenn es entschieden ist, und dann machen wir uns irgendwann ein Treffen und dann als letzte Duell der Giganten auf den Kopf hat. Ja, da können Sie zum Beispiel bei der internationalen Bob-WM, die heuer hoffentlich wieder stattfinden wird, konkurrieren. Oder auch dann im Jahre 2022 bei den Olympischen Winterspielen in Stenaz. Das Projekt ist ja jetzt auch schon im Laufen, also das Organisationskomitee rund um Oliver Blaskowitsch hat da schon einiges aufgestellt in den letzten Wochen. Das Merchandise, was ja unser offizieller Sponsor auch ist von der heutigen Sendung, gibt es Leihwahl, gibt es Haumschau, es wird in Zukunft auch noch mehr Sachen geben. Ja, aber das Thema sparen wir uns noch auf, das werden wir dann eh in der nächsten Zeit dann einmal besprechen mit Herrn OliverBlaskowitsch.net. Ja, meine letzte Frage an dich jetzt noch. Was für einen Einfluss werden die Fans haben? Was für einen Einfluss hat der Spielort Jelene? Ja, ich kann sagen, das ist eine ganz klare Einverteilung. Einverteilung für wen jetzt? Beide, ja. Okay. Darum müssen wir sehr, sehr spannend werden. Wie bei Facebook zusagen, also es sind genug Geld. Und das war auch beim Tinky Anno, also da werden sie ein bisschen einheizen. Ja, und ich würde sagen, es wird halt sehr spannend werden und ich hoffe, dass es wirklich auch schön oben wird. Aber ich tippe eher, dass da ehrlich am Siegen sein wird. Wie ich mal das Plakat da schaue, sehe ich nicht mehr ganz klar, dass der Punkt 23-32 ist. Und die 9 Punkte Führung, die machen wir eben, die bringen wir zum Grün. Ja. Dass da ehrlich das für sich entscheiden wird. Nur weiß man nicht, wie sich die beiden jetzt auf das heutige Event vorbereitet haben. Es kann ja sein, dass der Peter jetzt im letzten Jahr seine Defizite, wenn ich das so nennen darf, im Bereich des Wissens was nicht verbessert hat, also sich da auch einige Trainingseinheiten genommen hat, um seinen Rückstand dann eben wettzumachen am heutigen Abend. Ja, das wäre es dann einmal zu dem. Es wird heute sicherlich ein spannendes Aufeinandertreffen von den beiden. Wir werden dann auch noch unterwegs sein, werden mit einigen Personen reden. Wir fangen ja schon beim Dinti an, bei der Warm-Up-Party, dann da bei Jelene. Ja, es ist auf jeden Fall Spannung pur garantiert. Und ja, heute werden wir dann sehen, wer der Sieger sein wird, Erik oder Peter. Nach ein bisschen Werbung geht es wieder weiter.